So, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und ja, wir haben das letzte Mal diese Hundepfeife bekommen, wollte ich gerade sagen. Also die Pfeife, womit wir die Tiere rufen können. Die können wir allerdings nicht hier rufen, sondern nur in bestimmten Gegenden. Aber da ich gemerkt habe im letzten Dungeon, wo wir waren, dass wir ein bisschen schwach waren. Wir haben zwar nur ein, zweimal probiert. Aber trotzdem sind wir sehr schwach. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal stärken und stärker werden. Das heißt, wir gucken mal auf der Karte, wo wir noch hin können, wo wir vielleicht irgendwas machen können. Die Ruinen, die können wir natürlich immer wieder lernen. Da kriegen wir auch ein paar Punkte für. Es gibt hier das Sturmtor. Da können wir natürlich auch durchreiten mal. Das könnte man ja auch mal machen. Weil hier hinten waren wir ja noch nicht. Wir waren ja jetzt nur hier unten. Pass auf, wir reisen mal bis zum Tor. Da ist ja dieser Riese, den wir mal in der ersten Folge besiegt haben. Aber vielleicht können wir da auch einfach an den vorbeieiern. Ich glaube nicht, dass man den nochmal besiegen muss. Wäre halt irgendwie schon blöd. Pass mal auf. Zack. Hier kann ich die Wölfe auch rufen? Warum das? Ach, um den Riesen da zu holen vielleicht? Warte mal. Kommt der hier runter zu uns? Noch nicht. Jetzt kommt er. Okay. Dann passt doch mal auf. Dann nehmen wir das hier weg. Ach, die können wir schon jetzt holen. Okay. Dann eben vom Pferd runter. Und dann. Der Riese kommt noch gar nicht, warte mal. Jetzt kommt er. Los. Oh. Scheiße, ich habe die einmal gerufen, jetzt kann ich sie nicht mehr rufen. Ich hätte mal erst die ankommen sollen. Okay. Lau, ich mache diese Bewegung zum Weglaufen eigentlich die ganze Zeit und trotzdem macht er das nicht. Okay, das war ein bisschen dumm auch von mir, gebe ich zu. Aber wir sind hier vorne, das heißt, wir können auch direkt davon anfangen. Aber die Geisterwölfe, die wollte ich eigentlich... Ich wollte die Geisterwölfe eigentlich rufen, während wir... während er kommt. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich dann da hinrenne und dann die nicht hinterherkommen. Lass mal versuchen, die gleich nochmal rauszuholen, wenn er da oben ist. Dann machen wir ihn einmal weg und dann gehen wir weiter da durch. Das sollte ja möglich sein, oder? Oh, die Ladezeiten, die nerven mich schon so ein bisschen. Die wären schon cooler, wenn die ein bisschen schneller werden. Pass mal auf. Uns einmal den Typen hier anlocken. Oh. So. Okay. So. So, mit den Hunden geht es ein bisschen schneller. Muss ich so lange mit dem abmühen. Kriegen wir noch schnell was? Das war doch gut. So, dann gehen wir mal da rein. Man sieht, es sind dann ein paar Gegner, die mitgekommen sind. Die auch gleich wieder zurückgehen. Ja, okay. Ich kann auch einfach an dem vorbeireiten. Wird ja reichen, ne?
Machen wir mal. Okay, nehmen wir dich auch noch. So. Also noch zwei sind da noch. Oh, da hat mich erwischt. Okay. Oh. Okay. Die haben wir noch ganz gut bekommen. Das war jetzt aber auch mehr. Nein. Runter. Okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand gerade, muss man zugeben. Aber lass uns trotzdem mal kurz plündern. Sowas aber nicht gedacht. Aber egal. Wir sammeln alles ein, was wir kriegen. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann einen Bogen oder sowas. Das wäre ja mal ein Highlight. Oder vielleicht kann man den Bogen auch nur kaufen. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Können wir mal gucken. Aber. Zumindest geht es erstmal hier weiter. Preiset Wahnsinn. Okay. Hier ist noch Herber. Hatte nicht erwartet, dass Falle. Was? Das ist die Frage, was für eine Falle hier es noch gibt. Oh. Okay. Okay. Oh, fuck. Das waren zu viele auf einmal, ne? Mist. Und da liegen auch noch unsere ganzen Dinger. Oh nein, müssen wir jetzt die ganze Scheiße nochmal machen. Auch mit dem Riesen, ne? Na gut, kriegen wir hin. Aber das ist ja jetzt wirklich ärgerlich gerade. Na gut. Das passiert, wenn man zu viel will, ne? Jedes Mal. Man will zu viel. Den hätte man mit dem Bogen abschießen sollen. Hätte er vielleicht die Sonne nicht gerufen. Man will zu viel und dann klappt das nicht, ne? Echt kacke. Ja, da steht er schon wieder. Okay. Oh. Mist. Das finde ich natürlich scheiße. Okay, danke. Kommt dann daher? Aber dieser kommt okay. Oh ja, ich habe verstanden. Mist, ey. Na gut. Gut. Wir müssen trotzdem da rein und die Typen killen wieder. Kommen wir nicht drum rum? Ach Mann. Boah, ist das euer Ernst? Och, Leute.
Mann, ich wollte doch nur da durch. Ich wollte doch nur da durch. Ich kann die nicht mal anlocken oder so auf irgendeine Art, ne? Was ich jetzt mache? Jetzt reite ich da direkt durch. Ich versuche einfach dran vorbeizureiten. Gucken wir mal. Oh, ist ja alles mal probieren. Ja, man, also der Fortschritt, der lässt, der ist so in, hält sich so in Grenzen, ne? Finde ich. Nein. Ja. Nein, da kalt er mich, blockt er mich hier. So, nein. Oh. So. Einfach mal vorbeigerannt. Weiß nicht, ob er noch hinterherkommt da. Scheint schon, okay. Warte noch ein bisschen weiter. Ach. Okay, da sind noch ein paar Wölfe. Mein Gott, ich dachte, ich könnte hier irgendwie vielleicht eine Stelle finden, wo ich mal kurz Rast machen kann. Hier zum Beispiel. Schnell, Gnade berühren! Oh. Sehr gut. Oh, noch rasten! Rasten, rasten, rasten. Okay. Gut. Sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Nicht zu weit, aber schon immer da, immerhin da. Stufenaufstieg können wir natürlich nicht machen, weil wir ja nicht genug Punkte haben jetzt eingesammelt. Aber wir sind hier gelandet. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und da oben liegt eine Leiche. Können wir uns mal holen. Ein Steinschwertschlüssel. Davon haben wir schon einige gesammelt. Hier sitzt auch jemand. Wer ist das? Alle wurden verpflanzt. Only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? Und das wusste ich nicht. Lark, when you think about it. Geht so. Seitlich sitzen habe ich bekommen. Okay. Immer ein paar Mal mehr mit den Leuten reden, das muss man immer machen. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Okay, kann man noch mal mit ihm reden? Oh, ich weiß. Was? Asche der Geisterqualle. Es lohnt sich immer wieder, auch bei den anderen Souls-Teilen, immer mit mehreren Leuten zu reden. Noch mehr? Klar kann ich das. Das kriegen wir hin. Okay, sagt mal das Gleiche. Ich muss hier draußen mal rum, ob es hier noch irgendwas gibt. Jetzt haben wir noch einen Geist bekommen, so eine fette Qualle, oder was ist das? Müssen wir uns gleich mal angucken, glaube ich. Was kann die Qualle denn?
Asche, okay. Dieses schwebende Phantom erhält die Umgebung. Das häufig in Tränen ausbrechende Medusa-Mädchen ist auf der Suche nach seinem Feind und speit tapfer Gift auf alle Gegner, um das tapfere Herz zu beschützen, das sie gerufen hat. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Na, wir kriegen langsam Sachen hier zusammen, was? Ein Schaf. Noch ein Schaf. Ja, ich will gar nicht zu dir. Da hinten kommen Leute. Was ist hier für ein Turm? Ist da irgendwas drin? Und drauf ist irgendwo nichts. Da ist doch so ein Riese, der längs läuft. Was sollen wir da hinten auch schon gekillt haben? Okay. Ich hoffe, er entdeckt uns jetzt nicht hier. Komm hier rauf. Ja, komm nicht ganz hoch, ne? Oder muss ich halt mal rumreiten, um darauf zu kommen? Warte mal. Wahrscheinlich irgendwas von der Nachricht, oder? Ah, ich glaube, da kommen wir nicht rauf, okay. Ich schreite ein bisschen nach hinten. Na gut, also hier ist jetzt nichts zu finden. Lass mal hier weiter. Kurz auf der Karte gucken. Das ist ja ein Riesengebiet, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Gucken wir mal da. Oh. Dämlicher Affe. Du hast mir trotzdem mein Leben weggenommen. Was nicht so nett ist. Da liegt irgendwo Material dabei. Da liegt irgendwas auf der Straße, also was leuchten ist. Brandpfeile, okay. Willst du kämpfen? Dann komm her. Das war ein Riesenschwert, muss ich schon aufpassen. Oh. Oh. Heieiei. Okay, das war jetzt nicht viel, ne? Aber immerhin etwas. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen Ruhm sammeln. Wir müssen einfach mal stärker werden, weil... und vielleicht auch mal andere Waffen haben irgendwann. Aber ich werde sonst echt zu schwach hier, nach und nach. Ich trinke mal kurz was. Ah, guck mal hier. Hier laufen so ein paar Leichenhainis rum. Alter Schwede. Guck mal, da ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding. Da sitzt auch jemand. Lass mal hier erstmal rasten oder das Ding nehmen auf jeden Fall. Und gleich nochmal hinsetzen, kurz warten und dann reden wir mit dem Heini da. Hütte des Kriegsmeisters. Not seen you before. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your Klar. Faith in the guidance of Grace hold firm, mhm. despite the collapse of the Golden Order? Mein Glaube ist unerschütterlich. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. That's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time too. Ja, gerne. Now's the time to pass mine to a good and proper tarnished like you. Talente lernen, warum nicht? Was gibt's denn da? Kriegser,
Kriegsasche, Beharren, zur Wendung mit allen Nahkampfwaffen. Ach so, okay. Was ist das hier? Parade, zur Wendung mit Dolchen, Krummschwertern, Stoßschwertern, Fäusten, Krallen und kleinen und mittleren Schilden. Ach so, okay. Was ist das? Zur Wendung mit Schilden und Fackeln. Kein Talent. Zur Wendung mit allen Nahkampfwaffen, Beharren, schwer. Verleiht eine Waffe Affinität und Talente. Was hat er denn da so? Tritt, Stampfer, Auswärtsschritt. Ausspießender Stoß, Schnellschritt, Sturmklinge, Kriegsgebrüll, Wirbelhieb. Ja, ich habe ja leider nicht so viel Kohle, sonst würde ich es gerne machen. Aber. Das Ding haben wir ja, ne? Parade. Hm. Ja, wir müssen uns den mal merken. Wir reden mal kurz eben. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Okay. Not floating your boat, eh? Well, there's no rush. Knowledge of the arts can wait another day. Okay, dann wissen wir schon mal, dass der hier ist, was ja gut ist. Immer noch kein Wertvoll. Ja, weil das beim anderen, bei der anderen Hütte genau hier lag, die, ne, das andere. Egal. Gut, das Ding haben wir auch benutzt. Gucken wir hin. Ja, wir werden jetzt mal weiter hier durch die Gegend eiern. Lass mal gucken. Ich dachte, ich hätte noch einen Wolf gehört, aber da war keiner. Das waren wohl die kleinen Kängurus hier. Was ist das hier? Oder sind so ein paar Leute? Sind die gefährlich? Ja, also sind auf jeden Fall nicht freundlich gesinnt, wie man sieht. Ah, da. Okay, was ist das für eine Festung hier, ist die Frage, ne? Mal versuchen, da reinzukommen? Versuchen wir mal. Okay. Schwelender Schmetterling, okay. Da ist noch so ein Hund. Was denn? Das war ja nicht meine Glocke, oder? Na, guck mal da. Ah, warum dreh ich mich nur um? Das war ja richtig dumm. Na, guck mal, da kommt so ein Ritter. Oh, weg hier! Weg hier! Weg hier! So. Du auch. Okay. Alles mitgenommen. Könnt ihr die Hunde hier rauslassen? Okay. Gut zu wissen, aber will ich das? Die zweite Frage, ne? Noch sehe ich hier keine Leute.
Okay. Ah, der Mistviech. Der Mistviech vor allem. Der Assi. Ich hol mal die Dinger raus. Ja. Mal hier rumlaufen. Die sind schön aus, die Wölfe eigentlich, ne? Okay. Sollen wir da reingehen? Also müssen wir das ganze Lager platt machen einmal. Ich glaube, hier sind noch ein paar mehr. Da ist eine Truhe. Bestien-Dreieckschild. Cool. Also, ob es cool ist, weiß ich noch nicht, aber schon mal cool, dass wir was gefunden haben. Hm? So selten bis jetzt was gefunden, deswegen bin ich schon relativ, freue mich schon echt, wenn ich irgendwas finde hier. Da ist wieder so ein Geriese, da müssen wir gar nicht hin. Schade, ich dachte, wenn wir das ganze Lager aufräumen, kriegen wir unsere Sachen wieder. Haben wir aber gar nicht. Also, dann werden unsere Getränke wieder aufgefüllt. Wisst ihr, was ich meine? Es gab doch mal diese Sache bei dem einen. Ach, guck mal, da hinten ist das, weil da noch einer ist. Achso. Mal gucken, ob wir den von hinten ganz easy killen können. Also wollte ich eigentlich nicht killen. Ah, guck mal, jetzt haben wir alles wiederbekommen, seht ihr? Also das ganze Lager ist leer. Dann können wir doch auch mal easy mal kurz uns das angucken da. Inventar mit den Waffen. Ah, da. Also das ist körperlich abwehrresistent. Ist auf jeden Fall besser als unser jetziges Schild. Ja. Kann ja gar nicht so schlecht sein. Das rüsten wir gleich mal direkt aus. Gut. Können wir hier erstmal weiter eiern, ne? Jupp, schicken wir zurück. Da oben muss ich nochmal, ich muss das Ding da oben da irgendwie. Ich muss auch mal kurz da hoch irgendwie, wie komme ich da hoch, ist die Frage. Bei den kann man ja anklicken da oben, den Typen. Oder? Ist das nicht so? Dass der irgendwie den Weg weist oder sowas? Ich meine schon. Aber von da kommen wir nicht rüber. Vielleicht von da. Da können wir, glaube ich, rüberkommen. Okay, lass mal probieren. Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Hello? Anyone? Hier drin? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Yeah. Thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well. So von hinten umhauen? Na gut. Triumphieren der Jubel, okay. Ah, well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, was ist das? Besseres Fleisch. Mal reden. Pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war.
And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Okay, wollen wir reden? Heading eastward to Redmane Castle on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. I've heard there's to be a festival held there. Okay, mehr sagt er nicht, okay. Gut. Ein bisschen rumreiten hier. Okay, das sieht irgendwie nicht so geil, das ist Viech. Da ist noch so ein Riesenviech. Oh. Okay, das Ding brauchen wir Jahre für, um Platz zu machen. Und überhaupt keinen Schaden. Okay, aber wir nehmen Schaden. Das ist nicht zu knapp. Okay, 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 ich hab's verstanden. Du bist der Meister. Oh, weg hier. Okay, das besiegen wir wohl noch nicht, das Viech. Wirkt ein bisschen stark, das gute Ding. Gut, reiten wir mal hier unten weiter. Ja, es gibt hier schon ordentlich was, ne? Hier ist eine Brücke. Da ist auch noch so ein Leuchtfeuer, das nehmen wir noch mit. Direkt vor der Brücke, perfekt. Nein! Na, das macht jetzt nichts. Das habe ich zwar genommen, das ist jetzt auch egal. Aber du blödes Viech, ey. So, wir rasten kurz. Haben wir genug Punkte eigentlich? Wo können wir denn mal? Ups. Können wir mal kurz reingehen. Wollen wir einen Stufenanstieg machen bei irgendwas? Nee, fehlt uns aber schon was. Okay. Gut. Da ist so ein... Wollen die vorbeireiten? Ein Schmiedestein. Okay. Wir reiten einfach weiter hier. Im Grave. Hier waren wir ja schon. Also. Das kennen wir doch. Vom Namen her. Sieht aus wie ein Friedhof. Da oben ist ein Lagerfeuer. Lass uns zum Lagerfeuer eiern. Ist da jemand, mit dem wir reden können oder jemand, den wir killen können? Also, der sieht friedlich aus. Oh, dear. Yeah, my, I, terribly sorry. Are you here as a customer? Ach, was können wir denn kaufen bei dir? Eingelegter Schildkrötenhals, das hatten wir ja schon. Gesprungener Topf. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter, okay. Handbuch des normannischen Kriegers. Erweitertes Handwerksrepertoire. Ah, das ist ja nicht, alles nicht schlecht, ne? Okay. Was ist das denn hier? Flammendes Gespann. Ein Notiz mit wichtigen Informationen, okay. Banditenmaske. Hm. Kann noch was verkaufen bei ihm, ne? Nee, wollen nichts kaufen. Die Schildkröten sind überall, aber... Ich gebe ihm überhaupt viele Punkte? Ich weiß es gar nicht. Thank you.
Oh, die geben fast gar nichts. Aber wir kriegen dafür Schildkröten Fleisch. Also es ist für mich irgendwie das am spannendsten, doch die Sachen zu erkunden hier. Also klar, man will natürlich auch weiterkommen, ne? Aber ich finde diese Erkunden einfach nur geil. Einfach nur so rumreiten und Sachen finden und natürlich komme ich drum rum, wir müssen irgendwann kämpfen, ne? Wir müssen auch die Leute platt machen. Aber dieses Erkunden, das ist schon irgendwie ziemlich cool. Guck mal, da unten sitzt ein Bär. Zwei sogar, okay. Sieht einfach nur geil aus alles. Also, ich sag mal, von der Grafik her ist es jetzt kein Smash-It, ne? Muss man sagen. Wesentlich besseres und es läuft auch nicht rund. Aber dieses Erkunden habe ich das letzte Mal bei Zelda gehabt, bei Breath of the Wild. Das ist ja gerade das, was das ausmacht, ne? So Sachen zu entdecken. Deswegen kann ich Leute auch nicht verstehen, die sich 1000 Videos angucken oder so. Und sich so die Spannung wegnehmen vom Spiel. Also, ich mache ja auch Videos und dafür ist es ja auch gedacht. Aber mir geht es eher darum, man will es ja entdecken. Wenn man es jetzt selber nicht spielen will, ist das ja nicht ganz gut, super so. Aber es gibt ja genug Leute, die gucken sich Videos an, gleich zu Beginn des Spiels und nur um ihre Karte komplett aufzudecken. Wo ich denke, warum willst du denn die Karte aufdecken? Das ist doch gerade das Spannende. Du willst doch alles entdecken und nicht irgendjemanden haben, der dir das schon vorher zeigt. So, da findest du das, das findest du das. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Also, so wie ich das mache, ist es schon ganz richtig. Einfach so rumreiten wie bei Zelda. Huch, viel los. Okay. Nein. Ich war dran. Okay, die stehen einfach mal wieder auf, die Affen. Oh, das ist, wenn man nicht runterguckt, was man drauf hat, ne? Na gut, so. Lass mal gucken, wo es hier noch so wohl hingeht. Ne? Also nicht wenn es verstehen mit, dass man sich ein Video nicht angucken soll. Das soll man auf jeden Fall, darum geht es ja auch. Ist ja gerade das Spannende auch, was ich auch noch nicht so tun. Aber wenn man selber das Spiel spielt, will man auch was entdecken, dann kann man sich doch nicht den ganzen Kram schon vorher reinziehen. Wisst ihr? Das finde ich so ein bisschen... Klar kann man sich auch da Inspiration holen, ne? Und sagen, okay, ich mache es dann nochmal, weil ich das nochmal sehen will und das nochmal sehen will. Aber wenn man sich alles nur so macht, dann ist es doch sehr langweilig. Also ein Spiel, was ich selber spielen will, würde ich mir nicht angucken. Ich habe aber zugegebenerweise, habe ich mir Spiele angeguckt im Nachhinein immer so, ne? Weil ich das schon geschafft habe, ah, wie hat der das gemacht oder wie hat die das gemacht, ne? Das ist spannend, finde ich, weil da sieht man mal, die Fehler habe ich gemacht, aber guck mal, die hat das viel cleverer angestellt oder so. Aber vorab würde ich es nicht machen, Leute, weil dann ruiniert ihr euch ja nur das Spiel damit. Was da drüben denn? Was ist das denn? Ist das der Fährmeister des Todes? Den muss man schon Geld geben, um darüber zu kommen. Totenwasserdorf. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Okay, da holt er so ein paar Leute raus. Tibia-Seefahrer. Und da kommt mit ein paar Skelettleuten dran. Sollen wir hinreiten und ihn einfach passen? Mal sehen, was es bringt.
da hin. Da hinten ist er jetzt, okay. Alter, der geht aber ab hier, der Bootsmann. Oh, da ist gesessen. Okay. Wo ist er jetzt hin? Die Wölfe sind auch nicht mehr so viele da, aber... Oh nein! Wo ist der Fährmann hin? Hat er sich versteckt? Da hinten ist er. Komm mit. Gemeiner Typ ist das eigentlich. Aber wir haben ja schon relativ viel weggenommen. Wenn er jetzt nicht noch irgendwie eine Kehrtwende macht und ganz viele fiese Sachen macht, glaube ich, kann man ihn ganz gut schaffen. Oh, weg hier. Wow. Oh, das ist er dann. Guck mal hier. Mal was einsammeln hier. Ein Pilz. Da ist der Fährmann. Ich gehe mal zum Fährmann hin. Ich habe auch gar kein Leben mehr, fällt mir drauf. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, weg hier. Hat er selber gekillt. Cooler Typ. Jetzt ist er schon wieder weg. Okay, viel Leben haben wir nicht mehr. Hinten ist er jetzt wieder. Ach Mann. Okay, den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen mehr, glaube ich. Ich habe zu wenig Leben, obwohl er ja wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, aber... Oh, komm schon. Da hinten ist natürlich ein bisschen schade. Da können wir nicht so viel machen. Jetzt ist er weg. Mist. Wo ist er hin jetzt wieder, der Affe? Oh! Taucht da noch ein anderer auf, okay. Oh, guck mal, wie knapp wir ihn besiegt haben. Fast besiegt haben.
Aber das macht nichts, das macht gar nichts. Jetzt wissen wir, wie wir den angehen können. Den gehen wir gleich nochmal an. Wie kann man bloß, jetzt denken sich alle, wie kann man bei so einem leichten Gegner draufgehen? Ne? Ich hätte einfach nochmal zurückspringen können, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber jetzt gehen wir nochmal direkt. So, lass nochmal runtergehen und unsere Sachen holen. Also so schwer war der ja, glaube ich, nicht. Denn wir haben ja relativ viel, hat ja relativ wenig Leben gehabt zum Schluss hin. Da ist er. Jetzt klappt nicht. Er taucht da hinten auf. Alter, er hat einen ganzen Hundeplatz gemacht hier. Ja, alle meine Hunde sind weg. Okay. Ach komm. So. Wir holen uns da hinten auf jeden Fall mal kurz unser Gold wieder. Beziehungsweise Runen, unser Gold. Es waren ja nicht viele Runen, aber ja, trotzdem nicht, ne? Das ist gemein, jetzt immer wieder aufstehen, ne? Muss man aufzugeben. Die ist lustig. Oh. Klar, wenn man trifft. Wieder weg. Gut. Wir sind schon wieder da hinten gelandet, ne? Stimmt. Ja. Gut, dann müssen wir da hinten mal hin. Müssen wir Gott sagen eigentlich nur einmal treffen, oder?
ist schon wieder weg. Gut, versuchen wir mal einen anderen. In dieser Enge hier finde ich es auch echt blöde, zu kämpfen. Aber ich glaube, hat er nicht mehr viel übrig. Und wir haben leider auch nicht mehr viel Leben. Ein bisschen platt machen vorher hier, sonst wird das schwierig gegen ihn. Wenn das weiter angegriffen werden. So. Oh, weg hier! Oh nein, bin ich tot? Nee, noch nicht. Okay. Aber knapp davor. Gegner zu Fall gebracht, ja. Die anderen Blätter lässt er alle noch da wahrscheinlich, ne? Todeswurzel. Asche des Skelettmiliz. Ah, okay. Noch eine Asche bekommen. Okay, dann müssen wir kurz überlegen, wo wir hin müssen. Nämlich kaum noch Leben. Da ist doch jemand, oder? Ist das ein Gegner? Nee, kein Gegner. Ah, a tarnished eye. With a prowess for weed in Deathroot. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to. And the beast himself wishes for someone to take my place. Vorstellen lassen, weigern. Very well. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It okay. Will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Umgebung wurde auf der Karte platziert. Cool. A matter of my own to attend to. I spotted the mark of the centipede, an ill-omened symbol that should not be. Someone or something threatens the sanctity of the Golden Order and must be eradicated. Okay. What is it? The map indicates it will lead you to Garank. Okay, dann mal gucken. Rot markiert auf der Karte. Das ist brutal, okay. Gut, danke schön dafür. Aber wir müssen jetzt erstmal, bevor wir hier sterben gleich. Müssen wir nur zurückreiten? Wo, ich muss kurz wissen, wo unser Portal war. Ist, sein kann. Sind wir von da oben gekommen? Wo sind wir denn gekommen? Von da, ne? Ach, reisen wir so schnell hin. Geht auch besser. Gut, ja, also war gar nicht so schwierig, der Typ. Musst du nur abwarten. Einer der leichteren Gegner hier, würde ich behaupten. Rast mal kurz hier. Und ich würde, glaube ich, die Skelettkrieger gleich mal ausrüsten. Stufenaufstieg, kann man das machen? Klar. Geschick macht das. Und Stärke macht das. Ich mache erstmal das hier weiter. Gut. Kriegsasche. Kann man was Neues um das Schwert auch so? Nee. Aber wir können ja jetzt mal diese anderen Typen ausprobieren bei uns. Das machen wir jetzt einfach mal. Ausrüsten. Da. Die rüsten auch aus. Hm.
Das sind alle ausgerüstet, ne? Ob das so clever ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht, weil dann kommt man durcheinander, wenn man die haben will. Dann lass uns die mal rausnehmen wieder hier. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen mal die Skelettkrieger nur. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. So long und bis dahin. Tschüss.